Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals auf Odessen stehen würde, wenn nicht als Eroberer. Es hat sich so vieles verändert. In eurer Nachricht sagtet ihr, dass ihr reden wollt. Ich habe etwas für euch. Ein Geschenk. Als ich jung war, lehrten mich die Ritter von Sakul, meine eigene Rüstung zu schmieden. Ich habe an diesem Stück gearbeitet, seit ich auf Odessen eingetroffen bin. Sie soll euch gehören. Sollte ich jemals nicht an eurer Seite kämpfen können, so kann ich euch dennoch beschützen. Wenn ich gewusst hätte, dass wir uns Geschenke machen, hätte ich was mitgebracht. Das neue Leben, das ihr mir gegeben habt, ist mehr als genug. Da ist noch etwas, das ich euch sagen muss. Bisher habe ich nur Hass für andere empfunden. Ganz besonders für euch. Aber ihr habt mir Mitgefühl gezeigt, wie ich es nicht verdiente, und die Dunkelheit vertrieben, die mich zu verschlingen drohte. Alles, was ich bin, verdanke ich euch. Und ich werde euch mein Leben lang dankbar sein. Euch glücklich zu sehen genügt mir. Ihr seid mir wichtig, Arkan. Ihr meint, empfindet ihr wirklich so? Nach allem, was wir durchgemacht haben. In all der Zeit, die wir zusammen verbracht haben, habe ich Bewunderung für euch entwickelt. Für eure Stärke, eure Weisheit und euren Mut. Ich hätte nie gedacht, dass ihr jemals mehr in mir sehen könntet als einen früheren Feind. Arkan. Aber eure Worte lassen mich hoffen. Wenn ich euch ansehe, dann empfinde ich etwas, das ich nie für möglich gehalten hätte. Ich will an eurer Seite stehen, komme, was wolle. Ich habe furchtbare Dinge getan, Commander. Aber wenn ihr mich annehmt, will ich zu der Art von Partner werden, die ihr verdient. Ich nehme euch mit allem an, was dazugehört. Dem Guten und dem Bösen. Ich habe so gehofft, diese Worte von euch zu hören. Das ist für mich unbekanntes Territorium. Ich bin nicht sicher, wie ich mich verhalten soll. Ihr könntet mich küssen, das wäre ein Anfang. Das kann ich tun. Ich kann nicht vorhersagen, was die Zukunft bringen wird. Aber egal, welche Herausforderung auf uns zukommt, wir werden uns ihr gemeinsam stellen.